Die Kriegstrommel ertönt seit 2 Jahren in Böhmen, Österreich und Bayern. In diesem Jahr, 1620, wird es zur ersten großen Schlacht in einem 30 Jahre dauernden Krieg kommen. In einem Soldatensprichwort jener Zeit heißt es: Der Krieg ist mein Vaterland, die Rüstung mein Haus, der Kampf mein Leben. Das Heilige Römische Reich, deutsche Nation, hatte am Vorabend des 30-jährigen Krieges etwa 300 selbstständige Fürstentümer und Reichsstädte. Ein Reich so bunt wie ein Flickenteppich. Zu der politischen Zerstückelung kam die religiöse. Diese Karte zeigt, vereinfacht, wichtige katholische Länder. Österreich mit Salzburg, Bayern und Bistümer in Süddeutschland, in Franken, am Rhein und auch in Norddeutschland. Zu den wichtigsten protestantischen Ländern zählten fast ganz Norddeutschland, mit Brandenburg, hinzu kamen Sachsen, die Pfalz und Teile in Mittel- und Süddeutschland. Die Schweizer Eidgenossenschaft und das Königreich Böhmen waren religiös gemischt. Diese Aufspaltung Deutschlands nach Glaubensbekenntnissen war im Augsburger Religionsfrieden von 1555 bestätigt worden. Ein Kompromiss zwischen den katholischen und den evangelischen Landesherren. Die protestantischen Fürsten, hier auf einem Bild aus jener Zeit, waren nun auch die obersten Kirchenherren in ihrem Land. Sie setzten die Pfarrer ein. Sie bestimmten die Religion in ihrem Lande. Es hieß: Wes das Land, des die Religion. Andersgläubige Untertanen mussten ihre Heimat verlassen. Glaubensgründe führten oft in bittere Armut. Die protestantischen Landesherren festigten ihre Macht durch die Reformation. Damit verschärfte sich der Gegensatz zum Kaiser in Wien. Hier Ferdinand II. Seine Absicht, die zentrale Macht des Kaisertums zu stärken, war gefährdet. Der Konflikt entzündete sich an diesem Dokument, dem Majestätsbrief von 1609. Darin hatte Kaiser Rudolf II. Den protestantischen Ständen in Böhmen, das waren Adlige und Bürger, wichtige Freiheiten gewährt. Religionsfreiheit, den Bau von Kirchen und Schulen und die Wahl des böhmischen Königs. Die Risse in der Urkunde stammen eigenhändig vom König von Böhmen und späteren Kaiser Ferdinand II. Als Vorkämpfer der katholischen Kirche zerriss er die Zugeständnisse seiner Vorgänger. Ihr könnt nicht über unser Gewissen gebieten. Die böhmischen Stände aber verteidigten die ihnen gewährten Rechte. Im Mai 1618 kam es auf dem Hradschin, der Prager Burg, zu einer verhängnisvollen Gewalttat. Ein zeitgenössisches Bild zeigt die Vorgänge. Adlige Protestanten aus Böhmen stürmen die Prager Burg. Für die Freiheit Böhmens! Nieder mit den Katholiken!
Sie ergreifen einen der kaiserlichen Statthalter. Ein Augenzeuge berichtet: Sie hoben den Grafen Slabata empor und stürzten ihn, den Kopf zuerst, aus dem Fenster. Dieses Ereignis ging als Prager Fenstersturz in die Geschichte ein. Ein relativ unbedeutender Vorfall, der zudem noch glimpflich ausging. Ein Misthaufen unter dem Fenster verhinderte das Schlimmste. Die Aufständischen wählten den protestantischen Kurfürsten Friedrich V. von der Pfalz zu ihrem neuen böhmischen König. Das kam einer Absetzung Kaiser Ferdinands als König von Böhmen gleich. Es hatte die Wirkung einer Kriegserklärung. Heere sollten nun, wie so oft in der Geschichte, den Konflikt entscheiden. Hier eine Spielszene. Die Religion war eine Frage der Politik geworden. Warum folgten Tausende freiwillig der Kriegstrommel? Viele Handwerker und Bauernsöhne hofften als Landsknechte auf der Seite des Gewinners zu stehen. Im Handwerk zum Meister aufzusteigen war damals sehr schwierig. Die Zünfte erlaubten kaum Neuzugänge. Die Bevölkerung im Reich war in den 100 Jahren vor dem Krieg um ca. 6 Millionen Menschen angewachsen. Von etwa 10 auf 16 Millionen. Dieser Mann muss möglichst billig einkaufen, denn die Preise für Nahrungsmittel stiegen schneller als die Löhne. Hunger und Armut waren daher weit verbreitet. Hieß es nicht, der Soldatenstand nährt seinen Mann, besser als das Handwerk? Söldner, hier auf alten Spielkarten dargestellt, erhielten eine Bezahlung. Den Sold. Ehemalige Bauern konnten nun ihre ärmlichen Kleider gegen den sogenannten bunten Rock tauschen, so wie ihn die Landsknechte seit über 100 Jahren trugen. Soldat werden konnte zu sozialem Aufstieg führen. Soldaten durften Waffen tragen und zahlten, wie der Adel, keine Steuern. Im 30-jährigen Krieg war es üblich, dass hohe Offiziere Truppen auf eigene Kosten anwarben. Später erwarteten diese Söldnerführer eine großzügige Entschädigung von ihren Kriegsherren. Der Krieg als Geschäft. Die Söldner mussten einen Truppeneid ablegen. Ihrem Söldnerführer waren sie nun unbedingten Gehorsam schuldig. Sie standen unter der Fahne, wie es hieß. Ihre wichtigsten Waffen, noch immer der bis zu 5 Meter lange Spieß und die Hellebarde, eine Hieb- und Stoßwaffe. Dieses Dokument zeigt eine Schlachtordnung. Die dicht geschlossenen Gevierthaufen der Lanzenkämpfer waren eine oft unüberwindliche Mauer aus Spießen. Ein moderner Film stellt es so dar. Lanzenkämpfer erwarten den Ansturm der Reiterei, der wichtigsten Angriffstruppen. Zu dieser alten Nahkampfwaffe war im 30-jährigen Krieg eine Fernwaffe gekommen. Die Muskete. Diese Feuerwaffe konnte schlachtentscheidend sein. Voraussetzung: eine gründliche Ausbildung bei dem umständlichen Ladevorgang.
Der Musketier musste den schweren Lauf des Gewehrs auf einen Gabelstock stützen. Musketen wurden von vorn durch den Lauf geladen und mit einer Lunte gezündet. Musketiere und Lanzenkämpfer bildeten oft eine Einheit. Ständiges Exerzieren wurde immer notwendiger. Musketiere, die Spieße hebt! Die Spieße fällen! Muskete anlegen! Feuer! Ausbildung, Bewaffnung und Disziplin bestimmten über Sieg und Niederlage. Vier Jahre vor Kriegsbeginn malte Adrian van de Venne die künftigen Gegner durch einen Fluss getrennt. Hier die evangelische Fürstenpartei, Theologen im Vordergrund, weiter hinten die Landesherren. Ihr Schutzbündnis war die Protestantische Union, geführt von Kurfürst Friedrich von der Pfalz. Auf der anderen Seite die katholische Partei. Im Hintergrund die purpurne Schar der geistlichen Würdenträger. Ihr Bündnis, die katholische Liga. Ihr Führer, Herzog Maximilian von Bayern. Die erste Schlacht, 1620, war eine der kürzesten, aber folgenreichsten in den 30-Kriegsjahren. Die Schlacht am Weißen Berg bei Prag. Hier noch einmal die bekannte zeitgenössische Darstellung. In dieser Schlacht führte General Tilly das Heer der katholischen Liga. Vom Trommelschlag begleitet, damals üblich, marschieren die feindlichen Truppen aufeinander zu. Ähnlich wie in diesen Spielszenen können wir uns die Härte der Kämpfe im Dreißigjährigen Krieg vorstellen. Kanonen wurden auch während der Schlacht eingesetzt, nicht nur bei der Belagerung. In einem Klagelied heißt es: Viel tausend Mutterkinder erstochen und erschlagen, Elend im Blut. Wer wollte das nicht beklagen? Es gab Schlachten mit über 20.000 Toten. Am Weißen Berg unterlagen die protestantischen Böhmen. Was dann folgte, beschreibt ein Historiker so: Es begann ein erbarmungsloses Plündern und Morden. In einem Jahr sollen in Böhmen 35.000 Menschen durch Kampf und Verfolgung umgekommen sein. Herrschaftssitze wie Schloss Friedland und Ländereien des aufständischen Adels in Böhmen ließ der Kaiser zu günstigen Preisen verkaufen. Über 60% des böhmischen Besitzes. Bankiers und Glücksritter machten dabei gute Geschäfte. Darunter auch Wallenstein, der spätere oberste Feldherr des Kaisers. 27 aufständische böhmische Herren wurden hingerichtet. Daran erinnert noch heute im Straßenpflaster von Prag ein Gedenkstein. Und diese Darstellung an einer Hauswand. Die Stände in Böhmen verloren jede Macht. Die Niederlage des Kaisers auf dem Plan. Der Krieg weitete sich aus. Damals prophezeite der Kurfürst von Köln: Man möge sich nur gleich auf einen 20-, 30- oder 40-jährigen Krieg gefasst machen.
Der Krieg wird 30 Jahre lang zum Alltag der Deutschen gehören.